Warum nannte Voldemort Peter Pettigrew eigentlich Wurmschwanz? Das und vieles mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir sowohl über Peter Pettigrew als auch über Lord Voldemort sprechen. Genauer gesagt werden wir herausfinden, warum Lord Voldemort Pettigrew mit seinem Spitznamen Wurmschwanz anredet. Nun, eines ist sicher, Voldemort und Wurmschwanz haben nicht viel gemeinsam. Aber eines haben sie gemeinsam. Sie benutzen einen Decknamen, der von ihrem Geburtsnamen abweicht. Voldemort wurde als Tom Riddle geboren, wählte aber den Namen Lord Voldemort, um den Namen seines Muggelvaters abzulegen. Und Wurmschwanz wurde als Peter Pettigrew geboren, wurde aber von seinem Rumtreiberkollegen als Wurmschwanz bezeichnet. Der Unterschied besteht jedoch darin, dass Peter Pettigrew nur in seinem inneren Kreis als Wurmschwanz bekannt war, während Voldemort unter seinem neuen Decknamen weithin bekannt wurde. Warum also hat Voldemort Pettigrew bei seinem Spitznamen genannt? Von der Gruppe der Rumtreiber, bestehend aus Sirius Black, Remus Lupin, James Potter und Peter Pettigrew, war Pettigrew der Überläufer. Alle vier Jungen besuchten Hogwarts im Jahr 1971 und jeder von ihnen wurde nach Gryffindor einsortiert. Dies war die anfängliche Grundlage ihrer Freundschaft, einer Freundschaft, die viele Jahre lang hielt, aber sicher nicht für immer. Die Rumtreiber waren wild entschlossen, die Regeln an der Schule zu brechen und waren berüchtigt für ihre Regelverstöße und Unfugmacherei. Die Gruppe stand 7 Jahre lang, von 1971 bis 1978, und alle Mitglieder waren aktiv am ersten Zaubererkrieg beteiligt. Die Jungs waren sogar so eng miteinander verbunden, dass sie sich gegenseitig Spitznamen gaben. Mooney, Tatze, Wurmschwanz und Krone. Obwohl die vier Jungs befreundet waren, war Wurmschwanz immer ein bisschen anders als die anderen Rumtreiber. Weniger magisch begabt, ein bisschen wehleidiger und einfach ein bisschen ein Außenseiter. Er hatte einen schwachen Charakter und das zeigt sich auch in den Taten, die er später im Leben begangen hat. Aber dazu kommen wir gleich noch. Natürlich hat Wurmschwanz trotz seines schwachen Charakters nie etwas getan, was die Alarmglocken schrillen ließ. Und so blieben die drei anderen Rumtreiber an seiner Seite. Schließlich schlossen sich alle dem Orden des Phönix an und obwohl sich Pettigrew zunächst als vertrauenswürdig erwies, änderte sich dies, als er zum Geheimnisträger der Familie Potter ernannt wurde. Nachdem er zum Geheimnisträger ernannt worden war, zeigte Peter Pettigrew sein wahres Gesicht und verriet Voldemort in einem berüchtigten Akt der Feigheit und Untreue den Standort des Potterhauses. In diesem Moment hatte sich der wehleidige, illoyale Mann seine Stellung als Todesser gesichert, ein treuer Diener des dunklen Herrschers. Peter neigte nämlich dazu, sich an den Mächtigen festzuklammern. In seiner Schulzeit waren das die Rumtreiber und später war es Voldemort. Nach seinem Abschluss in Hogwarts erlebte er den Aufstieg Voldemorts aus eigener Hand und beschloss aus Angst und Feigheit, lieber Voldemort zu dienen, als ein weiteres seiner Opfer zu werden. Etwas Ungewöhnliches ist mir jedoch aufgefallen. Selbst nachdem er die Seiten gewechselt hatte, nannte ihn Voldemort und viele der Todesser weiterhin bei seinem Rumtreibernamen, Wurmschwanz. Ich glaube auch nicht, dass sie ihn unabsichtlich so nannten, sondern dass sie damit eine Aussage machen wollten. Ich denke, dass Voldemort Pettigrew unter anderem deshalb Wurmschwanz nannte, um ihn an die Menschen zu erinnern, die er verraten hatte. Wurmschwanz fehlte es ohnehin schon an Charakterstärke und ihn an seinen Verrat zu erinnern, hielt ihn nur noch mehr auf der Linie und sorgte dafür, dass er niemals die geistige Kraft haben würde, seine Befehle in Frage zu stellen. Es war eine Demonstration von Macht und Dominanz. Und obwohl der Spitzname aus seiner Kindheit während seiner Hogwarts-Schulzeit lustig gewesen sei, war es kein Name, der zu einem Zauberer im Erwachsenenalter passte. Er war erniedrigend. Die Worte Wurm und Schwanz sind auch nicht gerade respektvoll. Eine ständige Erinnerung an seine Animagus-Form, eine Ratte. Ich glaube, ein weiterer Grund, warum Voldemort den Namen Wurmschwanz nutzte, war, dass Pettigrew dadurch entmenschlicht wurde. Er war auf seinen Tierstatus reduziert. Wie auch immer man es betrachtet, der Name Wurmschwanz wurde sicher nicht freundlich verwendet. Er war nur eine ständige Erinnerung an die schreckliche Person, die er geworden war. Ich hoffe, das bringt dich ein wenig dem Verständnis näher, warum Voldemort Wurmschwanz Wurmschwanz nannte. Das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, lass es mich bitte gerne in den Kommentaren wissen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.